von ganz unten nach ganz oben. Gesamthöhe 123 cm plus Tischplatte. Und die Tischplatte darf maximal 125 Kilo wiegen. Das ist schon recht ordentlich, aber das brauchen wir auch an Gewicht, denn wir haben hier eine dicke 10 mm VSG-Scheibe drauf, plus Altholz, plus eine Trägerplatte Multiplex 21 mm. Das ist das neue Projekt. Ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Wir bauen nämlich heute diesen coolen Schreibtisch hier. In der heutigen Zeit, wo fast jeder zu Hause ist und Homeoffice betreibt, der weiß, so einen guten Schreibtisch wirklich zu schätzen. Als Trägerplatte nehmen wir eine Multiplex-Platte, die eine Tiefe von 80 cm hat und eine Breite von 1,40 m. Und ich muss mich korrigieren, die Multiplex-Platte hat keine Stärke von 21 mm, sondern von 19. Ihr könnt euch das Maß, die Platte exakt auf Maß bei Plattenzuschnitt 24 zuschneiden. Übrigens gibt es auch andere Plattenmaterialien dort. Als Deckschicht haben wir uns für Altholz entschieden. Das bekommt ihr eigentlich in jedem guten Baumarkt. Es ist ein Holz, was auf Alt getrimmt worden ist. Ihr könnt das aber auch alleine machen mit dem entsprechenden Equipment. Es gibt so Bürsten, die schleifen quasi das Weichholz raus. Dann noch ein bisschen angebrannt das Ganze, abgeschliffen und fertig habt ihr das Altholz selber hergestellt. Link zu den Produkten findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Jetzt ordnen wir uns die Bretter so an, wie sie uns dann am besten gefallen. Ich habe ein bisschen geguckt so nach Farbe, damit das Ganze so ein bisschen gleichmäßig aussieht. Und dann wird das Ganze ganz easy verklebt. Und zwar mit Holzleim. Wir nehmen hier den roten, das ist ein Expressholzleim, sprich der bindet ganz schnell ab und wir können auch ganz schnell weiterarbeiten. Zum Befestigen nehme ich einen Druckluftnagler. Ihr wisst ja, Nageln macht süchtig. Im Übrigen bin ich noch auf der Suche nach einem richtig guten Nagler ohne Druckluft. Ich habe noch keinen gefunden, den ich mir erschwinglich kaufen kann. Vielleicht hast du einen Tipp für mich. Wer keinen Druckluftnagler zur Verfügung hat, kann das Ganze natürlich auch mit Schraubzwingen oder Klemmzwingen fixieren. Im Anschluss schneiden wir den Überschuss einfach ab. Natürlich so, dass das Plattenmaß bestehen bleibt und hierfür verwende ich meine Tauchkreissäge mit Absaugvorrichtung. Hier in dem Falle nicht. Könnt ihr sehen, wie ordentlich das staubt. Ist eigentlich ideal für solche Arbeiten. Danach wird das ganze Maß nochmal kontrolliert und wir schneiden oder sägen uns die Umrandung zu. Und dort kommt mein neues Tool zum Einsatz, und zwar meine Metallbandsäge. Ganze angerissen mit einer Reißnadel und dann wird das Ganze auf Länge gesägt mit der Metallbandsäge. Wer da Interesse hat, darüber gibt es ein extra Video, das findest du direkt unter dem Video verlinkt, ist eine Metallbandsäge von Parkside, Kostenfaktor um die 100 Euro und für solche Arbeiten ideal. Danach werden unsere Bohrlöcher noch gekörnt. Warum, weshalb? Ganz einfach, damit unser Metallbohrer nicht wegdriftet und gleich einen festen Fixierpunkt hat. Ganz wichtig, niedrige Drehzahl, das ganze Bohren. Und dann ganz, ganz wichtig, was noch wichtiger ist als die Drehzahl, verwendet bitte Gleitmittel oder Kühlmittel. Zum einen, damit ihr den Bohrer schont, damit er nicht ausglüht, damit er schön scharf bleibt, und zum anderen, damit er nicht unnötig lange bohrt. Denn wenn ihr den Bohrer ausglüht, müsst ihr dementsprechend lange bohren. Danach wird das Ganze noch gesenkt, damit unsere Schraubenköpfe auch schön bündig mit dem Material sind. Und dann können wir auch loslegen mit dem Lackieren. Ich habe mich dazu entschieden, das Ganze schwarz-matt zu lackieren, und dazu müsst ihr vorweg das Ganze reinigen, sprich das Ganze vor den Schneidölfetten entfernen, und dazu nehme ich ganz normalen Bremsenreiniger. Danach kommt ein Metallprimer zum Einsatz, der bereitet quasi unser Material für den Endlack vor, und das ist in dem Falle schwarz-matt, super flexibel. Ihr könnt natürlich auch andere Farbtöne nehmen, aber auch andere Zierleisten. Es muss nicht unbedingt Metall sein. Ich dachte mir, das passt perfekt zur Oberfläche, zum Altholz. Ihr könnt natürlich auch schön filigran eine silberne Kante ringsherum bauen aus Aluminium oder aus Gold, so wie ihr möchtet.
Passend dazu habe ich jetzt Rigips-Schrauben verwendet. Die hatte ich noch übrig und die passen eigentlich perfekt zu dieser Zierleiste. Damit unsere schöne Altholzoberfläche auch schön Altholz bleibt, ein kleiner Scherz, damit wir auch dort schön drauf schreiben können oder mal ein Blatt Papier ablegen können und darauf Notizen machen können, sprich einfach drauf arbeiten können, bringe ich eine Glasplatte drauf. Und dazu brauchen wir Glasauflagepunkte, insgesamt 4 Stück. Die bohrt ihr mit einem Holzbohrer vor und dann hat die Scheibe auch einen sicheren Halt. Nun ist unsere Altholzoberfläche geschützt. Und wir haben eine tolle Glasplatte drauf. Hierbei solltet ihr natürlich darauf achten, dass ihr ein ESG-Glas nimmt oder ein VSG. Ein ESG bedeutet Einscheibensicherheitsglas. Das heißt, wenn die Scheibe mal kaputt geht, habt ihr ganz, ganz viele kleine Scherben und ihr könnt euch nicht dran verletzen. Sprich, ganz viele kleine Glaskrümelchen. VSG heißt Verbundsicherheitsglas. Das sind 2 Scheiben aufeinander geklebt. In der Mitte ist eine Scheibe wie eine Autowindschutzscheibe. Sprich, wenn die kaputt geht, dann bleibt die zusammen. Sprich, Verletzungsgefahr ist wirklich hier sehr, sehr gering. Und nun kommen wir zum zweitwichtigsten, und zwar zum Tischgestell. Das kommt in 2 Paketen zu euch angeliefert und könnt ihr wirklich ganz, ganz einfach anbringen. Einfach die Tischplatte auf einer Decke auf den Boden legen und dann das Tischgestell mit der Tischplatte verschrauben. Ganz einfach. Das Panel noch entscheiden, wo es hin soll, links oder rechts oder an der Stirnkante. Und das war's auch mit der Montage. Es gibt noch andere Tischgestelle, beispielsweise in anderen Farbtönen, anderen Design. Alle Infos dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Am Panel bzw. einer Bedienvorrichtung könnt ihr beispielsweise auch den Kinderschutz aktivieren. Sprich, ihr müsst längere Zeit auf das M drücken und dann könnt ihr dieses Panel nicht mehr bedienen. Dann gibt es noch einen Kollisionsschutz, sprich, wenn ihr jetzt irgendwas drunter stehen habt, irgendwie, ich weiß es jetzt nicht, einen Bürostuhl oder einen Rollcontainer und ihr fahrt dann runter, dann bleibt der Schreibtisch automatisch stehen, sobald ihr einen Widerstand merkt. Dann könnt ihr das Ganze noch hoch und runter fahren. Ihr habt 2 feste Punkte, Stufe 1 und 2, die könnt ihr manuell programmieren. Dann fährt der Schreibtisch auf die gewünschte Position hoch und runter und natürlich die Steh- oder Sitzposition. Ganz, ganz einfach erklärt und ganz einfach zu bedienen vor allem. Und von ganz oben geht es natürlich auch wieder nach ganz unten in die Sitzposition. Jetzt sind wir ganz unten angekommen. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Es ist ein ganz, ganz simples Projekt. Und das kann eigentlich zu Hause jeder nachbauen. Und wer natürlich kein Werkzeug zur Verfügung hat, kann natürlich sich auch eine alte Haustür besorgen, beispielsweise eine Zimmertür, und sich dann beim Glaser oder online eine passende Glasscheibe bestellen, das Ganze mit dem Tischgestell verschrauben, zack, fertig, hast du dein richtig, richtig klasse Designerstück als Schreibtisch. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wie immer findest du unten in der Videobeschreibung alle Infos, auch dieses Tischgestell hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Mr. Handwerk. Ciao.